Herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy X. Wir machen hier direkt weiter. Ich habe einmal den Autosave geladen. Und deswegen muss ich hier gerade nochmal das Buch einsammeln. What's this? Some kind of crane? Rahui! Kadia Vijavonus Trana! Alright, alright! You don't have to shout! So. Gut, hier kommen wir nicht weiter. Dann mal mit Brüderchen sprechen. Ah, Entschuldigung. Okay. Was? Verstehen wir alles nicht? Aber wir haben hier drei Potions erhalten. Gut, sonst war's das. Die Erklärung des Ferrobretts. Ja, ich klick's jetzt ganz schnell durch, weil ich erkläre euch das, wenn ich mich um das Ferrobrett kümmere. Davon abgesehen, dass wir eh das Fortgeschrittene und nicht das Anfängerbrett haben, was hier uns gerade erklärt wird. So. Übrigens, tut mir leid, falls ihr ab und zu das Gamepad hört, das ist nun mal recht laut. Aber besser als dass ihr, wie in der letzten Folge, so ein bisschen die Abgehackte von mir gehört habt. Herzlichen Glückwunsch. Let's go. We're gonna go down there and activate it. And then we should be able to salvage the big prize. Okay, let's get to work. Roger. So. Let's tauchen. Das sieht schon auch schon sehr schön aus, dieser Tauchkrater, nennen wir es mal so. Hat sie sich uns. Nein? Okay. Sie hat sich uns auch noch nicht vorgestellt. Aber wir tauchen jetzt einfach mal an der Kette entlang. Wir wollen essen, wir wollen trinken, wir wollen nicht sterben. Und die können uns gerade ein bisschen helfen. Goldfischchen. Ja, ich sehe gerade, ich habe vergessen, mit dem Speicherpunkt zu interagieren nach dem Autosave. Ja, wohin? Wird weitergetaucht. Mal kurz neu positionieren hier. So viel dazu. So, was ist denn das hier? Okay. Kann man nichts mitmachen? Na gut, dann weiter. Übrigens, ich werde gucken, ich weiß nicht, wiefern man das verstanden hat beim letzten Part, dass ich, ja, Hinterhalt, dass ich die
Parts in etwa genauso halt, also so 45 bis 60 Minuten. Das sollte schon sein. Wir haben Fische besiegt. Wusa. Sollen wir das untersuchen? Sollen wir? Na, dann untersuchen wir es mal. Ein paar liebevolle Schläge haben schon immer geholfen. Kennt man ja, ne? Wenn was nicht geht, einfach mal drauf. Okay, ein großer Kraken. Was kann man da am besten tun? Immer erstmal klauen. Klauen ist immer gut, weil Vieh hat Handgranaten. So, angreifen. Jetzt gucken wir mal, hat es noch was zu klauen? Noch eine Handgranate geklaut. Sehr schön. So. Das Wertevieh ist ein Handgranatenmagnet. Dann gucken wir, ob es noch eine hat. Nein. Jetzt hat es nichts mehr. Jetzt kriegt es aber wieder aufs Moppe, weil ich stehen gar nicht so drauf, so gehauen zu werden. Natürlich ist er außer Reichweite. Wir haben einen Extra-Befehl gekriegt. So. Erstmal eine Schutzhaltung. Wir können leider noch nicht hinterher. Zack. Einmal kräftig in den Rücken gehauen. Handgranate vor den Kopf. So, dieses feige Vieh ist ja immer der Meinung abzuhalten. Ich weiß gar nicht, können wir jetzt schon einkreisen. So, jetzt hat es ein Problem. Es kommt in keine Richtung mehr. Angriff. Ist immer die beste Verteidigung. Oh, noch ein paar gezielte Schläge. Dann ist das auch gleich Geschichte. Aua! Das ist aber nicht fein. Das ist nicht die feine englische Art. Yay, schöner Salto-Hieb. So, Energie wiederhergestellt, Sphero-Level gesammelt. Sich ein Glühstrumpf. Wir brauchen Leben.
Ich frage mich. Na, ja, ist okay, Rico, ich komme ja schon. Ah, Entschuldigung, jetzt habe ich es gespoilert. Das wollte ich nicht. Abwärts. Da kommt uns auch schon jemand entgegen, den wir aber nicht ansprechen können. Übrigens, er ist mir noch nie aufgefallen, dass da jemand entgegenkommt. Wie geil. Was ist das? Ja. Ah! Okay. Das ergibt natürlich jetzt Sinn. Futra Irsche! Trada Lugt von der Nähe. Huf, ruf du, Tungadil! Weh, Wichetta! Hey! Hey, I helped out, didn't I? Because you eat too fast. Hey! Hello there. What is your name? Riku. Wow! You really do understand. Woohoo! Why didn't you say so earlier? I didn't get a chance to. Everyone thought we were a fiend. We? Oh, we means you. Who are you guys anyway? We're Albed. Can't you tell? Wait, you're not an Albed hater, are you? I don't even know what an Albed is. Where are you from? Xanarkand. I'm a blitzball player. Star player of the Xanarkand Abes. Did you hit your head or something? You guys hit me? Oh, right. Do you remember anything before that?
So I told her everything there was to tell about Xanarkin. About life there, Blitzball, and Sin's attack. And about how Aran and I were engulfed in this light. I just said things as they came to mind. But then I started to wonder. Did I say something funny? You were near Sin. Mm-hmm. Don't worry, you'll be better in no time. They say your head gets funny when Sin is near. Maybe you just had some kind of dream? You mean I'm sick? Because of Sin's toxin, yeah. You sure? Yeah, there is no Xanarkand anymore. Sin destroyed it 1,000 years ago. So no one plays Blitzball there. Huh? What do you mean, 1,000 years ago? But I saw Sin attack Xanarkand. You're saying that happened 1,000 years ago? No way! Hm. Wir haben also eine Zeitreise gemacht. Aber es ergibt keinen Sinn. You said you play Blitzball? Uh-huh. You know, you should go to Luca. Someone might know who you are, or you might find someone you recognize. Luca? Ah. Huh. Okay, leave it to me. I'll get you to Luca. Promise. You'd rather stay here? Uh-uh. Okay, I'll go tell the others. Wait here. Oh. And one thing. Don't tell anyone you're from Xanarkand, okay? Yevon says it's a holy place. You might upset someone. Oh, uh-huh. Xanarkand? Some kind of holy place? Yeah, right, I thought. Since when? Yevon? Sin? Luca? I thought Sin just took me to a faraway place that I could go back in a day or two. But 1,000 years into the future? No way! Entschuldigung. Das war Telefon auf lautlos. Bis hierher speichern, natürlich. Puh. Ball. Hey,
Netter Schuss. Aber bevor wir an Land gehen und uns mit diesen anscheinend Blitzbeispielen unterhalten, nehmen wir noch ein, zwei Sachen mit. Die Luna-Marke könnten wir auch ohne Probleme später holen. Aber ich möchte es lieber jetzt mitnehmen. Und hier hinten war, glaube ich, noch eine Kiste. Genau. So, und zwei Antidote. Und das dürfte es auch soweit gewesen sein. Ja, mehr gab es hier nicht. Dann lass uns mal schauen, ob uns die Blitzbeispiele nach Luca bringen können, weil wir sollten ja mal nach Luca. Da gibt es Blitzbeispiele. Finally, things were starting to look up. You know, amateur, who you play for? The Zanarkin Abes. Team, you say again? I meant forget that. I got too close to sin and my head's all foggy like. So I don't know where this place is or even where I came from. Sin's toxin got to you, but you're still alive. Praise be to Yevon. All right, back to practice. I'm Walker, coach and captain of the Besaid Aurox, brother. What? You hungry? Okay, back to the village. I'll get you something. Alles klar. Ich guck mal, vielleicht kann ich noch ein bisschen mit denen reden. In diesjährigen Turnier möchte ich Walker nicht zur Last fallen. Wie du siehst, ist unser Team ein wenig unerfahren. Du bist klasse. Ich wünschte, ich könnte auch so schießen. Bring ich euch bei. Keine Sorge. Wenn der Ball kommt, kneife ich meine Augen zu. What? Warum? Ich bin gut im Kopfball. Naja, heute wohl etwas weniger. Komisches Team. I felt like I could trust this Walker, so I just had to ask. It's true Zanarkin was destroyed, right? 1,000 years ago? So it's just a big pile of rubble now, isn't it? Long time ago, there were a whole lot of cities in Spira. Big cities with machina, machines to run them. People played all day and let the machina do the work. And then, well, take a look. Sin came and destroyed the machina cities. And Zanarkand along with him. Yeah, that was about 1,000 years ago, just like you said. If you ask me, sin's our punishment for letting things get out of hand. What gets me, though, is we gotta suffer because of what some goofballs did way back when. Of course, we must always repent for our sins. That's important. It's just that it's hard to keep at it sometimes, you know? It was just as Riku said. Walker and Riku couldn't both be lying. Why would they? But you from the Zanarkand Abes, that was a good one, huh? Hey, I'm not saying the team never existed, yeah? But you gotta figure, a team living in luxury like that be pretty soft, eh? I appreciated the fact that Walker was trying to cheer me up. But at that time, all I could think about was everything that happened to me. All this started with sin.
Maybe if I could find Sin one more time, I could go home. For now, I'd just live life until that time came. No more worrying about where or when I was. Sure, it was hard not to think of home, but I started to feel better already. A little better, maybe. Okay. Sin hat also sämtliche Städte mit Machina platt gemacht. Und anscheinend damit auch Zanarkin. Das Ganze ist 1000 Jahre her, also. We will see what we get. So, dann lasst mal schauen, ob wir hier in dem Tümpelchen, in dem Wacker uns gerade reingeschmissen hat, auch noch ein, zwei Secrets entdecken können. Eine Phönixfeder. Und ein Kampf. Warum nicht, ne? Okay, Waka kämpft also mit Blitzbällen. Und nochmal. Pam! Übrigens finde ich dieses Blitzball-Model deutlich schöner. Okay, gut. Es ist halt im Remake grafisch aufgewertet. Aber das mit den Punkten finde ich schon schöner als ein einfacher Ball. Der originale Blitzball ist ja wirklich ein einfacher Ball. Ich finde auch beachtlich, wie lange sie tauchen können, ohne Luft zu holen. Ist nicht, ne? So Blitzball läuft ja auch dauerhaft im Wasser. Aber wir könnten uns hier jetzt direkt noch ein paar Spero-Level holen. Aber es gibt einen besseren Punkt, an dem geht das ein bisschen schneller später. Da haben wir noch eine Kiste schon gesehen. So. Noch zwei Antidot. Blöden Beißer hier. Gib das mal einen Ball und ein Schwert vor den Kopf. Dann hat sich die ganze Geschichte auch schon wieder gegessen für die. Und Spirale. So, wenn ich irgendwas übersehe, ab in die Kommentare, dann gucke ich mir das an, schau nach und lese nach. Blitz tournaments coming up. All the teams in Spira will be there. It's so huge, I'm sure someone there will recognize you. Then you can go back to your old team, right? It'll be fun. What do you say, huh? Come on! Come
Come on! Sure thing. Dude, our team is gonna rock, eh? I thought then that Blitzball and Sin were the only two things that Spira and Zanarkand had in common. I wasn't too far off either. This is where I was born. I started Blitz when I was 5. I joined the Aurochs at 13, 10 years ago. 10 years, and we never won a game. Well, after last year's tournament, I quit. Time seemed right. So, after quitting, I got this new job, yeah? But every time my mind wandered, I thought about the game. 10 years without a single win will do that. My first match last year was my big chance. But something else was on my mind. I couldn't focus. Nice excuse. Hey. So, you want to win the next tournament? Go out with a bang. So, what's our goal? I don't care how we do. Long as we play our best. If we give it our all, I can walk away happy. No. If I say, what's our goal, you say, victory. When you play in a Blitzball tournament, you play to win. Victory? You're serious? Klar, wenn Tidus spielt, dann kann man nur gewinnen. It's an ancient custom. People leaving the island pray here for a safe trip. They say it works pretty good. Ich kann da nicht beten. Aber zumindest schon mal das Event dafür getriggert, dass wir am Ende beten können. Wir wissen ja auch noch nicht, wie ein Gebet ist, also von daher. Wir können aber, wenn wir wollen. Ah, the one from the sea. Be on guard. There are fiends on the road today. After surviving your run-in with Sin, it would be a shame if something happened now. Who are they? Luzu and Gata, Crusaders. Huh? Crews of what? What, you forgot that too? Hey, sorry. Don't worry about it. I'll help you out. Cool. In return, come tournament time, I'll make sure we take the cup. Cool. About the Crusaders, you can ask them yourself. They got a lodge in the village. So, können wir uns ein bisschen Loot holen. Food there? We'll get you something over there later. Take a look around first. Let's see. The Crusader's Lodge is over yonder. Luzu and Gata are usually there. All right. Over here. Huh? What's up? You do remember the prayer, right? I didn't know it in the first place, to tell the truth. Man, that's like the basics of the basics. All right, I'll show you. Go ahead, you try. Present yourself to the temple summoner.
Any Blitzball player would know that prayer. It was the Blitzball sign for victory. Alles klar. Wir haben also erfahren, was wir eigentlich schon wussten. Who cares? Bisschen Loot abstauben. Aha. Guckst du frech, ne? Oh, nicht mal die Kisten vor dir leer. Unser Dorf wurde schon etliche Male von Sin heimgesucht. Diese Bude wurde seit dem letzten Mal nicht mehr repariert. Irgendwie schade, aber passiert halt, ne? Oh, hier laufen viele, viele komische Leute rum. Ich glaube, ne, hier hinten gab es, glaube ich, nichts mehr. Mal in dieses große Gebäude rein, weil das muss anscheinend so eine Art Tempel sein. It was then standing in that place. I began to realize how different this world was from my own. Ten years have passed since Lord Braska became High Summoner. And finally, we receive a statue for our temple. Oh, what's a high summoner? I got too close to Sin's toxin. It was funny hearing myself make the same excuse over and over. Funny. And a little sad. The summoners are practitioners of a sacred art, sworn to protect the people of Yevon. Only a chosen few become summoners, who call forth entities of great power, the Aeons. The Aeons hear our prayers and come down to us. They are the blessing of Yevon. So what he meant was that we should respect some kind of great men, or something like that, I figured. Yeah, Sir Braska. Wenn du genügend betest, lässt die Wirkung des Giftes nach. Nur die Leibgarde darf sich den Hallen der Prüfung nähern. Ich mag Sir Orland am liebsten. Er erinnert mich an meinen verstorbenen Mann. Ehrwürdiger Gandalf, beschütze meine Familie. What the fuck? Alle ein bisschen creepy, ein bisschen verrückt. Aber okay. Sie beten Leute an, die irgendwelche Viecher beschwören können. Mache ich auch. Morgens, mittags, abends. Gut, naja. Dann. In den Häusern selbst gibt es soweit nicht viel, also nichts, was irgendwie einen Trigger verursachen würde.
Deswegen gehen wir erstmal ins Falsche aus. Respekt. Die Monster sind auch tagsüber unterwegs. Geh lieber nicht alleine raus. Ja, ich wollte auch nicht raus. Ich war nur im falschen Haus. Hey, Walker. Go see how they are doing. You can't interfere. It's a rule. But it's been nearly. It's been nearly a day already. Perhaps you could go look for us. People are searching for him now. Thank you. Who cares whether he comes back or not? But he might die. Fine, let him. Do you hate him so? But if he dies, you'll never be able to tell him how much you hate him. Walker? Ha, geil, Tidus. Wir haben denselben Reflex. Sehr schön. Das war jetzt nicht, weil ich es wusste, sondern das war wirklich so. What? Walker? Ah, wir erinnern uns ja, wir haben noch mitgekriegt, wie der Typ reingekommen ist. Und jetzt gehen wir mal nachschauen, wo Walker ist. Is something wrong? The summoner hasn't returned from the trial. Apprentice summoner, really. Huh? There's a room in there called the Cloister of Trials. Beyond is where the apprentice summoner prays. If the prayer is heard, the apprentice becomes a fully fledged summoner. Remember? So someone is in there somewhere and they haven't come back out. Right, I got it. A day's already gone by. Is it particularly dangerous in there? Sometimes, yes. Why don't you go in and help? There's already guardians in there. Besides, it's forbidden. Hey, but what if something happens? What if the summoner dies? The precepts must be obeyed. Like I care. Maybe this wasn't such a good idea after all. Heil in der Prüfung. Jener, der nach mythischen Kräften sucht, wird in den Hallen der Prüfung examiniert. Wenn der rechte Weg gefunden wird, jener in die Kammer der Astra geführt. Untersuche mit A jene Stellen, die dem Weg offenbaren. Interessant. Wir sehen hier hinter ein Symbol. Das Symbol ist das Symbol. Ein mysteriös leuchtendes Symbol. Jetzt ist die Schrift verschwunden und nur noch das Symbol ist da. Und weil wir es können, berühren wir es. So, bevor wir diese Prüfung anfangen, wir haben ja ein Ziel. Wir wollen die Aeons, alle Aeons, und wir wollen auch alle schwarzen Aeons besiegen, für Secret Ending. Wir wollen alles dafür tun, dass wir das Secret Ending bekommen. Also, gibt es etwas, was wir zu beachten haben. Der Speroid Insigna offenbart den Weg zur Kammer der Astra. Desperoid
Fraktura offenbart den Weg zu den zu verborgenen Schätzen. Zudem wird ein Spheroid von Besaid benötigt. Spheroid Insignia genommen. Man kann jeweils nur einen Spheroid auf einmal tragen. Ja. Dann mal rein in die Tür. Um eine gewisse Aeon zu erhalten, müssen wir sämtliche Schätze aus sämtlichen Tempeln uns holen. Aus diversen Gründen ist das etwas anstrengend. Und deswegen lassen wir den gerade erstmal noch hier. Ja, Faden, danke. Aus diversen Gründen ist das später etwas schwerer, weil sie die Tempel später irgendwann mal bewacht werden und wir so einfach nicht wieder reinkommen. Deswegen versuchen wir möglichst jetzt direkt alle mitzunehmen. So. Hier hinten sind Schriftzeichen. Anhaltspunkt auf etwas Großes. Wir setzen den Spheroid ein. Tschum. Man muss einen mit Spheroiden besetzten Altar in die Richtung, in die richtige Stelle verschieben. Soll der Altar in die Anfangsposition zurück, muss man auf das Leuchtsiegel treten. Für den Fall, dass man zu weit geschoben hat oder in die falsche Richtung geschoben hat und er jetzt irgendwie an der Wand steht. Einmal auf das Leuchtsiegel treten und der ist wieder zurück. So, aber jetzt nehmen wir mal noch den Spheroiden der Geheimnisse und setzen ihn hier ein. Und jetzt sehen wir eine Linie. Und die leuchten, merkwürdig leuchtenden Symbole. Und ein Geheimnis gefunden. Das erste. Den Weisenstab. Wenn man den Spheroid Fraktura richtig einsetzt, findet man versteckte Items. Und das zugehörige Symbol, was wir brauchen, ist da auch aufgeploppt. So. Hey! What's gotten into you? Hey, it's okay. Only summoners, apprentice summoners, and their guardians can enter here. It's a tradition, very important. So what about you? Me? I'm a guardian. A guardian? Whoa! Summoners go on a pilgrimage to pray at every temple in Spira. Guardians protect them. The Guardians in there now. One of them's got a short fuse, and who knows what the other's thinking. Well, now that we come this far, might as well go all the way. What are you doing here? Didn't think we'd be able to handle it. No, it's just... See, I told you she gets mad easy. Is the summoner all right? Who are you?
A summoner. Man, was I surprised. And here I was thinking summoners were all old geezers. Ja, da haben wir die Hallen der Prüfung bestanden. Und wir checken jetzt nochmal kurz hinten die Räume. Vielleicht gibt es ja auch nochmal ein bisschen Loot. Gut, kein Loot. Also können wir auch wieder raus. Hiermit können wir nicht interagieren. See this? I can't see anything. Ready. Okay. I'd never seen anything like it in my life. Sure, it was a little scary, but still, I could feel a strange kind of gentleness coming from it. Alles klar, unsere erste Alien, Vivaris. Natürlich, wir nehmen den Namen so an. That night, we talked for the first time. I didn't know it then. But after that night, everything changed. For everyone. For me. Let me introduce you to the team. This guy here wants into the tournament so bad, I let him on the team. His memory's a little fuzzy, so don't mind him if he says anything odd. Come on, say hi. Hi, guys. So what's our goal? To do our best! Nope, we got a new goal now. Our new goal is victory! To win every match, defeat every opposing team. To bring the Crystal Cup back to our island. That's all we need to do to win. Easy, yeah? Das nenne ich einmal Motivationsrede. You heathen! Stay away
from the summoner! You're a bad man! Lady Yuna, be careful. But it was really my fault to begin with. Oh. I'm Yuna. Thank you so much for your help earlier. Huh? I'm sorry about that. Wasn't I not supposed to... Guess I kind of overreacted. Oh, no. I was overconfident. I saw that Aeon thing. That's amazing. Really? Do you think I can become High Summoner? Lady Yuna, come play with me some more. So, tomorrow then. Tomorrow? We're going on the same boat, aren't we? Oh, really? We can talk more. Huh. You can tell me all about Xanarkand. She's cute, yeah? Egal, was wir tun. Es ist falsch, also sagen wir ja. No promises there, big guy. Hey, but what if she, like, comes on to me? That's not going to happen. If you get tired, let me know. I had a bed made for you. So. Jo, wir sind müde, weil wir können hier eh nicht mehr viel machen. Verdammt. Scheiß Traum. Täglich grüßt das Murmeltier. Ich das jetzt tue. Everyone will find us if it doesn't come soon. You really sure this is okay? Would you take me to Xanarkand? Hey. You said you'd go with me. Oh, hey, I thought Waka told you not to get any ideas. He did? Yeah, so you're coming with me. Hey, stop dreaming! You with a woman? You can't even catch a ball! Oh, what's the matter? Gonna cry again? Cry, cry. That's the only thing you're good for. I hate you. Huh? What'd you say? You have to speak loudly. I hate you! Huh? That's the spirit. You can do it. I hate you! He's dead, okay? Dead. He does look a lot like Chapu. I was surprised too, the first time I saw him. But no matter what he looks like, he isn't Chapu. You shouldn't have brought him here in the first place. Yeah, but he needed our help. Excuses again? Yeah, but... That's it. No more. Enough, Waka. Scary. So, who's Chapu? My little brother, Chapu. He looked like you.
He's dead? He was with the Crusaders when they fought Sin last year. He didn't make it. I first heard on the day of the tournament. Oh, so that's why. I became a guardian to fight Sin, yeah? Revenge, then? That was the idea. I'm more worried about a stupid game now than avenging my brother. Well, after the next tournament, I'll be a guardian full time. I know it kind of looks like I'm using you, but I'm not. Don't worry. I mean, I owe you a lot. You really helped me out, you know? What I mean is, thanks, Waka. Stop. You're embarrassing me. Yep. So. Ich bedanke mich für euch beim Zuschauen. Natürlich viel, viel Lore am Anfang. Viel, viel Lore. Aber ich hoffe, es gefällt euch trotzdem und glaubt mir, es gibt noch viel Zeit, wo es viel langweiliger wird, wenn wir anfangen, uns um die Monsterfarm zu kümmern, zu leveln, etc. Aber nichtsdestotrotz, ich bedanke mich für euch beim Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und immer dran denken, abonnieren hilft, dass ihr keine Folge verpasst. Ich bin euer Risa, ich bin raus. Ciao!